Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich mich wieder in Hannover sein darf. Bald ist es 20 Jahre her, dass ich das erste Mal von Wolfgang Nestvogel eingeladen wurde. Wir hatten uns vorher noch nie gesehen, nur voneinander gehört. Und ab dann hat sich eine tiefe Verbindung und Freundschaft miteinander entwickelt, damals noch in der Universität oder Hochschule. Universität war es gewesen, die ersten Bibeltagen. Ja, ich muss Sie enttäuschen, ich trete nicht als Solo auf, sondern das Wichtigste ist, dass unser Herr dabei ist. Nach dem Motto von Berta Iselmann, mein Herr und ich sind ein starkes Team. Das hat sie immer wieder betont, wobei die Betonung auf dem Herrn liegt. Und mir wurde gesagt, wir sind ja beide sehr sportinteressiert und deshalb habe ich 2x45 Minuten Zeit. Und möglicherweise kommt dann die Nachspielzeit oder die Verlängerung. Mal schauen, wie weit es heute Morgen geht. Ja, ich freue mich, dass wir uns miteinander mit Gottes Wort beschäftigen dürfen. Ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass wir zu einem verwurzelten Leben in Christus und in seinem Wort geführt werden. Und in diesen Tagen der zweite Thessalonicher Brief, mit dem wir uns näher befassen wollen, und ich lese Ihnen 2. Thessalonicher 1, alle 12 Verse zu Beginn. 2. Thessalonicher 1, alle 12 Verse. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber, sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eurer Standhaftigkeit und Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werden, für das ihr auch leidet, so wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung übt, an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig macht und alles Wohlergehen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Soweit dieses erste Kapitel. In der Schweiz sind ja bekanntlicherweise die Berge und in jedem Jahr gibt es eine Anzahl Bergtode. Bergsteiger, die abstürzen oder entkräftet irgendwo aufgeben, bei denen rechtzeitig keine Hilfe mehr kommt. Aber interessanterweise mehr Leute wie beim Klettern kommen beim Bergwandern ums Leben in der Schweiz. Und immer wieder ereignen sich dabei sehr eindrückliche und dramatische Dinge. Und es ist schon länger her, dass eine dreiköpfige Berliner Familie, Eltern mit Kind, im Berner Oberland Ferien machten und so etwas wohl die Dinge angeschaut haben, was man machen konnte. Und sie waren dann unterwegs mit der Bahn zum Jungfraujoch und sind am späten Mittag oder am Nachmittag ausgestiegen an der Station Eigergletscher und wollten eine kleine Bergwanderung unternehmen. Und sie fielen in eine Gletscherspalte
und konnte nur noch tot geborgen werden. Nun, man hat damals festgestellt, dass das Ganze wohl begünstigt wurde. Diese Wanderung, wie sie dachten, das ist keine normale Wanderung gewesen, sondern da braucht es Erfahrung. Da braucht es das richtige Schuhwerk und die richtige Ausrüstung. Aber durch die Darstellung solcher Touren in den Medien haben viele den Eindruck bekommen, dass es sich um eine einfache Wanderung halten könnte. Und diese Familie hatte einen ganz außergewöhnlichen Ferientag geplant und er endete in einer außergewöhnlichen Tragödie. Und man vermutete, dass dieser Familie die fehlende Kenntnis zu dieser Route zum Verhängnis werden oder nur oberflächliche Informationen, die sie erhalten hatten und mit denen sie sich beschäftigt hatten. Und deshalb falsche Informationen, fehlende Kenntnis, nicht das erfreuliche Ereignis, sondern am Ende eine große Tragödie. Das Neue Testament und auch der zweite Thessalonicher Brief sprechen von einem einmaligen Ereignis, dem wir entgegengehen. Es geht um die Wiederkunft Jesu. Und wir werden noch sehen, dieser eine Begriff umfasst zwei Ereignisse. Das erste Ereignis, die Entrückung der Gemeinde Jesu, die Vollendung der Gemeinde Jesu, die Vereinigung der Gemeinde mit Christus, ihrem Herrn. Und dann das zweite Ereignis, die sichtbare Wiederkunft Jesu für alle Menschen auf dieser Erde. Einmaliges Ereignis. In 1. Thessalonicher 4 entfaltet Paulus diese wunderbare Hoffnung für die Glaubenden. Und dieses Ereignis soll ihr Trost sein. Es soll ihre Hoffnung sein. Es soll sie mit Freude erfüllen im Blick auf das, was dann einmal kommt. Aber jetzt war etwas passiert in der Gemeinde in Thessalonich. Die Glaubenden warteten nicht mehr voller Freude und Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn, sondern bei diesem eigentlich so schönen Thema hatten sich Schrecken und Entsetzen in der Gemeinde breit gemacht. Und das geht aus 2. Thessalonicher 2, Vers 2 hervor, das wird heute Mittag von Wolfgang Nestvogel noch ausführlich behandelt, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern lasst. Man kann auch übersetzen, dass ihr euch nicht schnell verwirren lasst oder dass ihr nicht schwankend werdet, noch erschreckt werdet. Also da war etwas passiert. Dieses freudige Ereignis war plötzlich mit Schrecken verbunden. Ich habe diese Berliner Familie erwähnt, fehlende Informationen, falsche Informationen. Ein erhofftes, schönes Erlebnis wurde zu einer schrecklichen Tragödie. In Thessalonich war es für die Jesus-Nachfolger auch mit der Wiederkunft Jesu von einem freudigen Ereignis, auf das sie warteten, irgendwie zu etwas Erschreckendem und Verwirrendem geworden. Und aus diesem Grund setzt Paulus in diesem 2. Thessalonicher Brief alles dran, dass die Thessalonicher in einer hilfreichen Weise belehrt werden über den kommenden Tag des Herrn. Nur so konnten ihre falschen Vorstellungen korrigiert werden und nur so konnten sie wieder in diese richtige, freudige, erwartungsvolle Haltung kommen. Wir wollen uns zunächst mit dem Hintergrund des 2. Thessalonicher Briefes befassen. 1. Thessalonicher Brief, 2. Thessalonicher Brief, das wurde in einer kurzen zeitlichen Abfolge von Paulus geschrieben. Galaterbrief, das ist der älteste Brief, den wir von ihm haben. Und dann kommen wohl die beiden Thessalonicher Briefe, die er geschrieben hat, während seinem 18-monatigen Aufenthalt in Korinth. Zweite Missionsreise. Und über diesen Aufenthalt lesen wir in Apostelgeschichte 18, Vers 1 bis 17. Da haben wir Hintergrundinformationen zu diesem Thema. Sowohl die Gemeindegründung wie auch die beiden Thessalonicher Briefe geschahen, wie erwähnt, auf der zweiten Missionsreise. Wir wollen nochmals ganz kurz einen Blick auf die Stadt Thessalonich werfen. Große griechische Hafenstadt, damit verbunden ein Handelszentrum, wie das bei Hafenstädten dann so war.
Da gab es sehr reiche Geschäftsleute in Thessaloniki, aber die Stadt war auch bekannt für ihr lasterhaftes Leben. Und zur Zeit des Neuen Testamentes schätzt man die Einwohner auf 200.000, etwa 200.000 Personen damals. Und sie gehörte damit zu den größten Städten, die entlang der Via Ignatia, dieser großen Heerstraßen, lagen, die Rom mit dem Orient verbanden. Und da Thessaloniki zugleich auch ein Handelszentrum war, hatten sich in Thessaloniki auch eine ganze Reihe wohlhabender jüdischer und römischer Geschäftsleute angesiedelt. Das entnehmen wir Apostelgeschichte 17, Vers 4. Und es lebten in dieser Zeit nicht nur einflussreiche, sondern auch zahlenmäßig viele Juden in dieser Stadt. Und das können wir daraus schließen, dass uns in Apostelgeschichte 17, Vers 1 muss das sein, ach ja, steht auch da, Vers 1, eine Synagoge erwähnt wird. Also es gab eine Synagoge, daher eine große jüdische Gemeinde. Und dieses jüdische Lebenszentrum in Thessaloniki hat sich über die Jahrhunderte, und wenn wir jetzt von der Zeit nach Christus weggehen, sogar über die Jahrtausende gehalten. Und während dem Zweiten Weltkrieg wurden in dieser Stadt Thessaloniki, heute genannt, 60.000 Juden auf erschütternde Weise von den Nazis verhaftet und ermordet im Zusammenhang mit der Shoah. Da sehen wir, wie sich dieses jüdische Leben über all die Zeit in dieser Stadt gehalten hatte. Damit kommen wir zum Inhalt des Briefes. Von der Gemeindegründung an gingen die Christen in Thessaloniki durch Leiden und Verfolgung. Das war der Anfang ihres Glaubenslebens und Gemeindelebens. Den meisten Druck bekamen sie dabei vermutlich von ungläubigen Juden, die ihnen feindlich gesonnen waren. Und aus diesem Grund war auch das Thema Leiden, Trübsal um Christi willen, oder wurde das Thema in beiden Briefen von Paulus aufgegriffen. Im ersten Thessalonicher Brief, da spricht Paulus von unserer lebendigen Hoffnung, die Wiederkunft Jesu für die Seinen. Und ich habe dir schon gesagt, wenn wir von Wiederkunft Jesu sprechen, müssen wir zwei Ereignisse unterscheiden, die beide zu diesem Begriff gehören. Zum einen die Entrückung und Vollendung der Gemeinde Jesu, für die Augen dieser Welt verborgen. Und dann das zweite Ereignis, wenn wir von Wiederkunft Jesu sprechen, die sichtbare Wiederkunft Jesu für alle Menschen, wenn er zurückkehren wird mit seiner vollendeten Gemeinde. Und darauf kommen wir in diesem Kapitel noch zurück. In 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 entfaltet Paulus die Entrückung, also das erste Ereignis der Wiederkunft Jesu, die Entrückung der Gemeinde. Und er macht auch deutlich, welche praktische Auswirkungen diese lebendige Hoffnung für das Leben heute in der Nachfolge hat. Ich habe schon gesagt, in der Zwischenzeit war wieder Verwirrung eingekehrt in Thessaloniki über die verschiedenen Aspekte der Wiederkunft Christi. Und dazu gehörten auch falsche Lehren, die dazu führten, dass die Jesus-Nachfolger sich nicht mehr freudig, hoffnungsvoll auf das Kommen des Herrn ausgerichtet haben, sondern dass sie mehr und mehr resigniert wurden. Und Paulus erwähnt in 2. Thessalonicher 1, Vers 3, wir haben das gelesen, das Wachstum von Liebe und Glaube in Thessalonich. Wenn wir Lieben und Glauben hören, dann klingelt automatisch ein Dreiklang im Hintergrund: Glaube, Liebe, Hoffnung. Wir lesen hier aber nur von Liebe und Glaube. Und interessant, die Hoffnung erwähnt er nicht am Anfang dieses Verses. Und deshalb lehrt er weiter über die Wiederkunft Jesu, damit der Mangel an Hoffnung, der in Thessaloniki entstanden war, wieder behoben wurde. Wie erwähnt, gingen die Thessalonicher durch Verfolgung und Bedrängnis. Und nun waren wohl Lehre aufgetreten, welche diese Bedrängnis mit der scheinbar schon begonnenen großen Trübsalszeit gleichgesetzt haben am Tag des Herrn. Diese letzte dunkle Wegstrecke,
die unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu kommt. 2. Thessalonicher 2, 1 bis 3 gibt uns darauf einen Hinweis. Und aus diesem Grund nennt Paulus in diesem Brief Ereignisse und Entwicklungen, die erst noch kommen mussten, damit der Tag des Herrn anbrechen kann. Und interessant ist in diesem Zusammenhang der Name der Stadt Thessalonich. Er erinnert an einen großen Sieg und bedeutet Sieg der Thessalier. Das ist eigentlich die Bedeutung von Thessalonich. Und so bleiben die beiden Briefe auch nicht bei den gegenwärtigen Nöten und Bedrängnissen der Christen in Thessalonich stehen, sondern sie ermutigen mit dem Blick auf den wiederkommenden Herrn, um an seinem Sieg festzuhalten. Und außerdem greift Paulus im 2. Thessalonicher Brief wieder praktische geistliche Missstände auf, die mit falschen Vorstellungen über die Wiederkunft Jesu verbunden waren. Und Thomas Smith sieht für die Unordnung in der Lebensführung von einem Teil der Gemeinde in Thessalonich 4 Gründe. Einmal die Euphorie über ihren frisch gefundenen Glauben, also völlig euphorisch, dann kann man ja manchmal über die Stränge schlagen. Dann sehnsüchtige Erwartung der unmittelbaren Wiederkunft des Herrn. Und dann Berufung auf das angeblich schon angebrochene Reich Christi, kleiner Schreibfehler drin, und Verzweiflung und Niedergeschlagenheit angesichts des Gedankens, die Drangsal, die Trübsal, der Tag des Herrn hätte schon begonnen. Also 4 Gründe für die Unordnung, für die Niedergeschlagenheit in Thessalonich. William MacDonald gibt 3 seelsorgerliche Hauptgründe für den 2. Thessalonicher Brief an. Die Heiligen wurden verfolgt und brauchten Ermutigung. Hauptgrund Nummer 1. Hauptgrund Nummer 2. Sie wurden bezüglich des Tages des Herrn in die Irre geführt und brauchten Erleuchtung. Wir können auch sagen Korrektur. Und einige lebten angesichts der Wiederkunft des Herrn im Müßiggang und mussten korrigiert werden. Das sind 3 Gründe, die wir auch für den 2. Thessalonicher Brief anführen können. Und obwohl die Lehre von den letzten Dingen, das sind die endzeitlichen Fragen, wohl das am häufig diskutiertesten Thema in der Kirchengeschichte ist oder die am häufig diskutierteste Lehrfrage, macht der 2. Thessalonicher Brief deutlich, es geht nicht um irgendwelche Theorien, wenn wir über diese Dinge sprechen. Erst recht nicht um Spekulationen, das ist uns ja verboten. Sondern die Frage nach der Wiederkunft Jesu berührt immer unsere praktische Nachfolge heute. Das wird im 2. Thessalonicher Brief ganz deutlich. Und damit kommen wir zu dem großen Thema des 2. Thessalonicher Briefs, der kommende Tag des Herrn. Das ist das große Thema. In 2. Thessalonicher 2, Vers 2 wird er namentlich erwähnt. In manchen Übersetzungen steht an dieser Stelle Tag des Christus. Und das hängt mit den unterschiedlichen Lesarten der Textstränge zusammen. Tag des Christus, das ist dem Textus Receptus entnommen, aber sowohl im Mehrheitstext wie auch in SDA-Land steht Tag des Herrn, dem ich auch persönlich den Vorzug gebe. Es geht um den Tag des Herrn. Nun, was meint nun die Bibel, wenn sie vom Tag des Herrn redet? Jetzt dürfen wir zunächst 2 Dinge ausschließen. Es geht nicht um die Auferstehung Christi, den ersten Tag der Woche. Das ist ja der Ursprung des Sonntags. Also der Sonntag war nicht ursprünglich der Sonntag, sondern der Sonntag war der Tag, an dem sich die ersten Christen versammelten, weil ihr Herr auferstanden war. Das finden wir beispielsweise in Römer 14 und Offenbarung 1. Mit dem prophetischen Ausdruck Tag des Herrn ist auch nicht ein einziger Tag gemeint, ein 24-Stunden-Tag zwischen Abend und Morgen, um diese Zählung aus dem Alten Testament aufzugreifen. Der Tag des Herrn finden wir schon im Alten Testament als einen feststehenden prophetischen Begriff. Und dieser Begriff leitet sich von der Vorstellung ab, dass ein mächtiger König eine komplette militärische Eroberung an einem einzigen Tag durchführen kann. Und in diesem Zusammenhang
weist Robert Chisholm darauf hin, dass der Tag des Herrn auch mit dem Eingreifen Gottes bei früheren Kriegen Israels zusammenhängt. Er spricht von dem schnellen Sieg Gottes über seine Feinde. Das meint Tag des Herrn. Und trotzdem, ich sage es nochmal, geht es nicht um einen einzigen Tag, sondern eine ganze Zeitperiode. Und insgesamt wird der Begriff Tag des Herrn im Alten Testament von 8 verschiedenen Propheten 19 Mal verwendet. Im Neuen Testament finden wir den Tag des Herrn an 4 verschiedenen Stellen. Und Dwight Wendekost zeigt in seinem Buch Bibel und Zukunft auf, dass es für die Dauer des Tags des Herrn 2 Hauptrichtungen gibt. Die eine Gruppe von Auslegern sieht den Tag des Herrn mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu für alle Menschen und der damit verbundenen Errettung Israels beginnen. Und er endet dann auch nach dem tausendjährigen Reich mit dem Untergang der ersten Schöpfung und dem großen weißen Thron. Ich darf anfügen, Sie haben hinten bei Ihren Unterlagen einen Heilsplan angeheftet. Das ist richtig, was ich sage, gell? Und da können Sie das sehen. Der Unterschied zwischen Wiederkunft Jesu für alle Menschen, tausendjähriges Reich, Vergehen der ersten Schöpfung. Also das ist die erste Gruppe, die sagen, Tag des Herrn beginnt mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu, Errettung Israel, dem messianischen Reich und endet dann mit dem Vergehen, mit dem Gericht über die erste Schöpfung. Die zweite Gruppe stimmt mit dem Ende am Tag des Herrn, mit der ersten Gruppe überein, aber sie sieht den Beginn schon mit dem Beginn der großen Trübsalzeit, dieser letzten dunklen Wegstrecke vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Und eine dritte Gruppe, welche Pentekost nicht erwähnt, sieht den Tag des Herrn nur auf die Zeit der Trübsal und der damit verbundenen Gerichte, sowie das Gericht nach dem tausendjährigen Reich bezogen, also nur im Zusammenhang mit Gerichten. Und persönlich sehe ich den Tag des Herrn mit der großen Trübsal beginnen, aber sich dann weiterhin entfalten. Und Randall Bryce hat eine Zusammenstellung gemacht über die synonymen alttestamentlichen Begriffe für die Trübsal. Sie haben diese Zusammenstellung, diese Tabelle auch in Ihrem Skript und ich habe es hier nicht aufgelistet. Moment, weil es einfach platzmäßig nicht gegangen wäre auf einer PowerPoint-Seite, aber Sie können das nachschauen. Das sind alles verschiedene Redewendungen für die Zeit der großen Trübsal, die kommt im Alten Testament, die wir hier in dieser Zusammenstellung haben. Tag des Herrn. Wir stehen heute in der Gefahr, die Heiligkeit Gottes und das damit verbundene Gericht Gottes nicht mehr ernst zu nehmen. Und wenn wir diese biblischen Begriffe für den kommenden Tag des Herrn lesen, da können wir selbst nur innerlich erzittern, was das einmal für die Menschheit, für unsere Erde sein wird, wenn der Tag des Herrn beginnt, auch für Israel. Ich möchte doch kurz einige von diesen Begriffen erwähnen, dass uns das deutlich wird aus dieser Tabelle, eben Tag des Herrn. Großer und schrecklicher Tag des Herrn, sagt Maleachi, da kommt nochmal eine ganz schwere Gewichtung rein. Oder im 5. Mose 4 und Zephania 1 lesen wir von Leid, Drangsal oder von Zeit der Drangsal. In Jeremia wird er Tag der Drangsal oder der Trübsal Jakobs genannt. Im 5. Buch Mose und bei Obadjan Tag des Verderbens, Jesaja und Daniel sprechen von der Verfluchung. Und Jesaja nennt diese Zeit das seltsame Werk des Herrn, wenn es um den kommenden Tag des Herrn geht. Jesaja spricht auch von einer einherflutenden Geißel oder vom Tag der Vergeltung. Und Zephania spricht vom Tag des Grimms des Herrn, Tag der Not, Tag des Verwüstens und Tag der Verwüstung. Also Tag des Verwüstens und Tag der Verwüstung. Er spricht auch vom Tag des Dunkels und der Finsternis, Tag des Gewölks und des Wolkendunkels.
Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis. Zephania spricht auch vom Zorntag des Herrn und Joel vom Tag der Verwüstung des Allmächtigen. Und Zephania nennt dann die Trübsalzeit auch noch das Feuer seines Eifers. Und da leuchtet etwas auf von einer Sache, die uns eben viel zu sehr in Vergessenheit geraten ist, die Heiligkeit Gottes. Und was das am Ende für Auswirkungen haben wird für eine Menschheit, die den lebendigen Gott ablehnt und ihm den Rücken zuwendet. Wir können von der Heiligen Schrift her folgende Ereignisse zum Tag des Herrn zusammenfassen oder zuordnen. Dazu gehört die Machtentfaltung des Antichristen, welcher ein Bund mit Israel schließt in Verbindung mit einem religiösen System. Lassen Sie mich eine kurze Anmerkung machen. Auch wenn die Gemeinde vor der Trübsal entrückt werden sollte, was ich persönlich auch glaube, heißt das nicht, dass wir das Auftreten des Antichristen nicht mehr erleben. Bei solchen Fragen ist mir ganz wichtig geworden, da gibt es so viele systematische Zusammenschlüsse und Rückschlüsse. Und manchmal muss man einige Dinge nur etwas anders gewichten und das Ganze sieht anders aus. Das ist das Wichtige in der heutigen Situation. Viele Gläubige sagen immer, ja, was wollt ihr denn? Wir werden ja entrückt, es kann ja nicht mehr schlimm werden. Geben wir uns keinem Trugschluss hin. Auch wenn die Gemeinde vor der Trübsal entrückt werden sollte, kann es für uns noch sehr eng und steinig werden. Und ist es möglich, dass wir auch noch das Auftreten des Antichristen erleben? Ich sage nicht die volle Machtentfaltung, sondern sein Auftreten. Das nur als eine Anmerkung. Dann die Gerichte über die Menschheit, welche uns in der Offenbarung näher beschrieben werden. Das Gericht und die damit verbundene Trübsal über Israel aus dem auserwählten Volk Gottes, eben die große Trübsal genannt. Die Schlacht um Harmagedon sowie das direkte Eingreifen Gottes zur Errettung Israels und das damit verbundene Gericht über die Angreifer. Die Reinigung und Erneuerung Israels sowie die endgültige Sammlung Israels. Das Gericht über den Antichristen, den falschen Propheten und das Völkergericht. Die Bindung Satans für 1000 Jahre sowie das 1000-jährige Reich der Messias und die damit verbundenen Segnungen für Israel und die Völkerwelt. Und dann der letzte Aufstand Satans nach dem 1000-jährigen Reich gegen Gott, das Gericht über Satan, Himmel und Erde, sowie der große weiße Thron, wir nennen das auch das Weltgericht oder das jüngste Gericht. Auch das können Sie wieder auf Ihrer Grafik am Ende nachverfolgen, also Tag des Herrn, beginnt schon vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu mit der Trübsalzeit und dann Ende am Ende dieser ersten Schöpfung, bevor dann der neue Himmel und die neue Erde und auf der anderen Seite die ewige Verdammnis kommt. Über den Zeitpunkt der Entrückung gibt es ja verschiedene Erkenntnisse. Die einen sehen sie vor der Trübsal, die anderen aus der Trübsal, die nächsten am Ende der Trübsal. Und wie viel Streiterei und Spaltung hat es unnötigerweise schon über diese Frage gegeben? Der bekannte Missiologe George Peters konnte dann mit einem Lächeln sagen, wenn Streit entstand, euch geschehe nach eurem Glauben. Und damit hat er dann dieses Thema auf die Seite gelegt. Aber unabhängig davon, wann die Entrückung sein wird, finden wir im Neuen Testament noch einen Hinweis auf den Tag Jesu Christi. Oder Tag des Herrn Jesu oder Tag Christi. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Tag des Herrn einmal und dann haben wir einen Hinweis auf den Tag Jesu Christi, den Tag des Herrn Jesu oder Tag Christi. Und ich habe Ihnen dazu verschiedene Bibelstellen aufgeführt. Und in diesem Zusammenhang, wenn es um den Tag Jesu Christi geht oder den Tag Christi geht, geht es um die Vollendung der Gemeinde Jesu, Entrückung und Vollendung der Gemeinde Jesu, dass die vollendete Gemeinde vor ihrem Herrn steht. Es geht damit um ein erfreuliches Ereignis für die Gemeinde, während der Tag des Herrn das kommende Gericht Gottes als Schwerpunkt hat
und ein erschreckendes Ereignis für diese Menschheit. Und deshalb ist der Tag Jesu Christi oder der Tag Christi das eigentliche Ziel der Gemeinde, nicht der kommende Tag des Herrn, sondern der Tag Christi, wenn der Herr uns vollendet und wir vor ihm stehen. Und dann kommt der Tag des Herrn und er beginnt mit dem großen Gerichtstermin Gottes für diese Menschheit und allen Ereignissen, auch noch das letzte Läuterungsgericht über Israel, bevor die Errettung Israels kommt und alle Ereignisse, die sich dann daran anschließen. Und damit kommen wir zum Eingangsgruß des ersten Thessalonicher Briefs, Vers 1 bis 2. Paulus beginnt diesen Brief mit demselben Eingangsgruß wie den ersten Thessalonicher Brief beim zweiten Sinn, aber beginnt ihn mit demselben Gruß des ersten Thessalonicher Briefs. Es gibt in 2. Thessalonicher 2 ein Wort, das im Eingangsgruß des ersten Thessalonicher Briefes fehlt. In Vers 1 spricht Paulus von Gott, unserem Vater. In 1. Thessalonicher 1, Vers 1 ist von Gott, dem Vater, die Rede. In 2. Thessalonicher 1 ist von Gott, unserem Vater, die Rede. Und das muss eine Bedeutung haben. Wir gehen ja von der wörtlichen Inspiration der Bibel aus, das ist die Grundlage. Und nicht, dass Paulus vielleicht das eine Mal in Gedanken war oder ein bisschen anders formuliert hat. Und von daher muss das auch eine Bedeutung haben. Wir haben gesehen, die Thessalonicher waren durch falsche Lehren in Bezug auf den Tag des Herrn erschreckt. Sie waren verwirrt dadurch. Und möglicherweise meinten manche, dass sie durch die Verfolgung und Trübsal schon in der großen Trübsalszeit wären, am Beginn des Tages des Herrn unter dem Gericht Gottes stünden. Und auf diesem Hintergrund ist das so tröstlich und liebevoll, dass Paulus diesen Brief mit dem Gruß beginnt, Gott, unseren Vater. Nicht nur Gott, der Vater, ist natürlich auch richtig, sondern Gott, unser Vater. Dass Gott uns nicht als der heilige und gerechte Richter, sondern in Christus als der liebevolle Vater begegnet ist, das ist seine unverdiente Gnade. Gnade ist immer unverdient. Aber ich sage immer bewusst unverdiente Gnade, weil viele sprechen von Gnade und blenden aus, dass sie unverdient ist, obwohl Gnade immer unverdient ist. Und diese unverdiente Gnade Gottes ist für den Glaubenden nicht eine ungewisse Sache. So ein Hoffen und Bangen, ich hoffe, dass morgen noch schön Wetter ist, dass ich einen Spaziergang machen kann, sondern das ist ein festes Fundament. Und Petrus sagt uns deshalb in 2. Petrus 3, 18, dass wir in der Gnade wachsen sollen. Wir sollen mehr und mehr die Gnade Gottes erkennen, wie das John Newton gedichtet hat, von der erstaunlichen, unfassbaren Gnade Gottes, im Englischen wörtlich, die einen Schuft, einen elenden Wretch like mich, gerettet hat. Immer mehr wachsen in der Erkenntnis der Gnade Gottes. Und wir sollen die Gnade Gottes für unser Leben in der Nachfolge immer mehr in Anspruch nehmen. Der Herr möchte uns nicht erschrecken oder verwirren, wie das in Thessalonich der Fall war. Übrigens auch eine der ersten Sachen, die Luther lernte, bevor er Friede mit Gott fand. Christus schreckt nicht, Christus tröstet, hat ihm damals sein Beichtvater immer wieder gesagt. Der Herr möchte uns nicht schrecken oder verwirren. Auch wenn uns manches erschreckt und wir keine Antwort haben auf die Frage, warum bei schweren Lebensführungen, bei denen der Herr scheinbar nicht eingreift, wir sollen doch über allem seine Gnade sehen und uns darüber freuen. Und die Erkenntnis und Inanspruchnahme der Gnade Gottes wird in unserem Leben immer den Frieden Gottes nach sich ziehen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, schreibt hier Paulus. Die Erkenntnis der Gnade Gottes zieht den Frieden Gottes nach sich. Wie gesagt, ist das Ziel unseres Herrn mit uns nicht, uns zu erschrecken, sondern uns in allem und über allem immer wieder neu seinen Frieden erfahren lassen. Auch wenn wir angefochten sind,
auch wenn wir Zweifel haben, auch wenn es durch große Unruhe gehen kann, was Paulus selbst erlebte, dass er nicht zur Ruhe kam im Fleisch und nicht zur Ruhe kam im Geist. Das heißt, Zeiten, in denen Paulus auch völlig nervlich überdreht war, nicht zur Ruhe gekommen ist. Und trotzdem möchte der Herr, dass wir dann immer wieder neu seinen Frieden erleben. Auch in den Kämpfen des Lebens. Wichtig, den Frieden Gottes zu erfahren, bedeutet nicht, dass wir vor Nöten und Anfeindungen bewahrt bleiben. Das verwechseln manche. Die meinen, Frieden Gottes ist, dass es uns immer gut geht. Das bedeutet das nicht. Die Thessalonicher gingen ja von Anfang an durch viel Bedrängnis. Sie gingen durch Verfolgung, jetzt war noch Verwirrung dazugekommen. Sondern in all dem möchte der Friede Gottes seine Kraft in unserem Leben entfalten, trotz Nöten, trotz Bedrängnissen, trotz Anfechtungen. Wir bekommen den Frieden immer wieder neu, indem wir uns in dem vollkommenen Werk unseres Herrn bergen. Nicht auf unsere Nachfolge und Frömmigkeit schauen. Da kann man verzweifeln. Entweder wird man eingebildet oder man kann verzweifeln. Den Frieden Gottes bekommen wir nur, wenn wir uns in dem vollkommenen Werk unseres Herrn bergen. Und damit kommen wir zum zweiten in Vers 3 und 4, der Dank des Apostel Paulus. Wie in den meisten anderen Briefen beginnt Paulus hier mit dem Dank für die Gläubigen in Thessalonich. Und es war ein Merkmal des Paulus, dass er immer ein waches Auge hatte, wofür er dem Herrn danken konnte, im Blick auf die anderen Glaubenden. Eben, es geht nicht um oberflächliche Lobhudeleien oder es geht nicht um schönfärberische Komplimente, so ein Griff in die psychologische Trickkiste, da macht man die anderen sich gefügig, indem man sie schön zurechtlobt. Das ist ja nicht gemeint. Paulus hatte den Blick eines echten Hirten. Und er sah immer wieder neu, wo und wie der Herr im Leben der Einzelnen am Wirken war. Und das führte ihn zu einer tiefen Dankbarkeit gegenüber seinem Herrn. Und dieser Dank gegenüber seinem Herrn, der brachte ihn zugleich immer wieder in die richtige Haltung, in die richtige Ausrichtung, wie er mit den Glaubensgeschwistern umgegangen ist. Paulus sagt ja nicht nur, dass er für die Thessalonicher dankt, sondern er muss Gott alle Zeit danken, wie es angemessen ist, wie es sich gehört. Und statt muss, kann man auch übersetzen, dass Paulus und seine Mitarbeiter diesen Dank dem Herrn schuldig waren oder schuldig sind oder sich diesen Dank gegenüber dem Herrn verpflichtet wissen. An manchen Stellen lesen wir von Paulus ständigem Gebet und seiner Fürbitte. Hier lesen wir von anhaltendem Dank. Und Paulus dankte nicht nur einmal oder ab und zu für das, was im Leben der Thessalonicher gewachsen war. Wenn er für sie betete, war es Paulus eine Pflicht, seinem Herrn für sein Wirken zu danken. Und wir wissen, es gab einiges zu korrigieren in diesem zweiten Thessalonicher Brief. Und trotzdem war es ihm eine Pflicht, dem Herrn für sein Wirken zu danken. Eine dankbare Haltung gegenüber dem Herrn verändert auch unser Verhältnis zu den Glaubensgeschwistern. Und sehen wir nicht nur immer das, was nach unserer Ansicht noch fehlt oder was nach unserer Ansicht noch anders sein sollte. Manchmal ist ja die Frage, ob das auch die Sicht unseres Herrn ist. Das meinen wir oft, aber das kann sich alles unterscheiden. Was wir meinen, was noch anders sein sollte und wie die Sicht unseres Herrn ist. Oft sehen wir nur das bei den Glaubensgeschwistern. Paulus machte sich immer wieder neu bewusst, für was er danken konnte. Der Blick eines echten Hirten. Wenn das auch in unserem Leben der Fall ist, wenn man auch Dinge angehen, ansprechen, korrigieren muss, aber auch sieht, für was kann ich dem Herrn danken im Leben der anderen, dann verändert das unsere Haltung ihnen gegenüber. Eben, sie waren gewachsen in Glauben und in der Liebe
zueinander, lesen wir von den Thessalonichern. Wenn die Heilige Schrift von Glauben redet, dann geht es nicht nur um das intellektuelle Bejahen biblischer Wahrheiten. Es geht nicht nur um irgendwelche Lehrsysteme. Der Glaube ist durch ein tiefes Vertrauen in Christus, zu der göttlichen Wahrheit und in die göttliche Wahrheit verbunden, von der wir in der Bibel lesen oder dadurch gekennzeichnet. Und so ist der Glaube auch nicht eine einmalig feste und abgeschlossene Angelegenheit, sondern der Glaube möchte wachsen. Der Glaube ist eine lebendige Herzensangelegenheit. Und von diesem Vertrauen auf unseren Herrn, in unseren Herrn und in sein Wort sollen immer mehr alle Bereiche unseres Lebens durchdrungen werden. Alle Bereiche unseres Denkens. Die Bibel ruft uns Menschen zum Glauben gegenüber Gott und seinem Wort auf. Und dabei geht es um unsere Verantwortung und willentliche Bereitschaft. Und zugleich ist Glaube im biblischen Sinn immer ein Geschenk und eine Gabe Gottes und nicht ein Werk oder ein Verdienst von uns Menschen. In 1. Timotheus 1, Vers 4 lesen wir: Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelter Glaube. Und damit wird deutlich, wie das Wachstum von Glauben und Liebe untrennbar miteinander zusammenhängt. Und dazu zitiere ich William MacDonald. Er schrieb: Man beachte die Reihenfolge erst Glaube, dann Liebe. Der Glaube bringt uns in Kontakt mit der ewigen Quelle der Liebe in Gott selbst, schreibt C.H. McIntosh. Und die notwendige Konsequenz davon ist, dass unser Herz in Liebe zu allen hingezogen werde, die ihm gehören. Soweit dieses Zitat von William MacDonald. Es war ein Kennzeichen der Thessalonicher, dass die Liebe gegenüber allen Glaubensgeschwistern in der Gemeinde zugenommen hat. Nun, ursprünglich komme ich aus Baden-Württemberg, und zwar von der Württemberger Seite. Ich bin froh, dass ich einige Kilometer jenseits der badischen Grenze geboren wurde, auf der Württemberger Seite. Das ist ja diese alte Rivalität in diesem künstlichen Bundesland, das geschaffen wurde aus Baden und aus Württemberg. Und daraus haben sich sogar Autoaufkleber entwickelt. Und so gab es in den 70er, 80er Jahren einen Autoaufkleber, sowas kann nur den Badensern einfallen. Da stand drauf: Es gibt badische und unsympathische. Und die sind klar, wer gemeint ist. Diesmal sind nicht die Niedersachsen mit gemeint, sondern die anderen Seite dieses Bundeslandes. Oder zum Beispiel: Über Baden lacht die Sonne, über Schwaben die ganze Welt. Das war auch so ein Spruch von den Badensern gewesen. Aber wir Schwaben sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Und dann haben wir das rumgedreht. Es gibt badische und sympathische. Das ist dann der Umkehrschluss in dem Ganzen. Gut, darüber dürfen wir auch lachen, über diese Autoaufkleber, über dieses Konkurrenzdenken. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Handeln und denken wir in der Gemeinde Jesu nicht oft ganz ähnlich? Es gibt Glaubensgeschwister, für die wir besondere Sympathien haben, auch wenn wir nicht in Württemberg oder Baden geboren sind. Also ganz besondere Sympathien. Und dann gibt es Glaubensgeschwister, mit denen tun wir uns von vornherein ein bisschen schwer. Und da muss es nicht um prinzipielle Dinge gehen, einfach weil sie vom Typ ein bisschen anders sind. Muss nicht um Glaubensfrage gehen, weil sie einfach ein bisschen anders gestrickt sind, menschlich, wie man so schön sagt, oder irgendwie die Dinge anders liegen. Und dann geht es auch ganz schnell in der Gemeinde so, in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen oder wo immer sie hinkommen. Es gibt badische und es gibt unsympathische. In Thessalonich war das anders. Dort, sagt Paulus, war die Liebe zu allen gewachsen. Eben nicht nur zu den sympathischen, sondern zu allen Glaubensgeschwistern untereinander. Der wachsende Glaube zeigt sich in einem beständigen Ausharren.
Und die Thessalonicher hatten ein glaubendes Ja zu der Bedrängnis gefunden und konnten sie somit auch geduldig ertragen, diese Bedrängnis, diese Drucksituation, in der sie standen. Nun, manche definieren ja Glauben als so eine Kraft, mit welcher sich die Verhältnisse immer unseren Wünschen und Vorstellungen anpassen. Glaube wie so ein spiritueller Laserstrahl, mit dem man Schwierigkeiten ins Nichts auflöst, die vor einem erscheinen. Natürlich sollen wir auch glauben, dürfen darum beten, dass unser Herr eingreift in Schwierigkeiten, dass er Situationen verändert. Und wie oft hat er das schon getan? Aber oft ist der viel größere Glauben unter schweren Situationen, schweren Lebensführungen, für die Thessalonicher damals äußere Bedrängnis, geduldig auszuharren, in dem Wissen, dass unser Herr über den Dingen steht und trotz allen unveränderten Umständen seine Liebesgedanken mit jedem Einzelnen von seinem Kind verfolgt. Muss ich kurz fragen, habe ich noch Zeit oder bin ich schon in der Nachspielzeit? Ich habe noch Zeit. Gut, dann, wie bitte? Bin ich schon in der Nachspielzeit? Gut, nee, dann machen wir an dieser Stelle einen Punkt, weil dann kommt der nächste Punkt. Und wie lange ist Pause, Wolfgang? 10 Minuten. Gut, alles klar. So, vor jedem Spiel beginnt ja das Aufwärmen. Das hatten wir jetzt vor der Pause, Wolfgang, und jetzt beginnt die erste Halbzeit. Nein, Sie brauchen keine Sorge zu haben. Wir gehen in die zweite Halbzeit. Das Mittagessen kommt dann auch noch rechtzeitig. Wir machen weiter im 1. Thessalonicher Brief, im 2. Thessalonicher Brief mit Vers 5 bis 6 im 1. Kapitel. Und in diesen Versen spricht Paulus von der Echtheit der Thessalonicher. Und Paulus zeigt uns in Vers 5 eine zweifache Bedeutung der Verfolgung auf, dieser schweren Umstände, die die Thessalonicher erlebten. Einmal nennt Paulus diese Verfolgung, die Bedrängnis, die sie hatten, ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Da stellt sich die Frage, was meint er damit? Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Man kann auch übersetzen, ein Beweis des gerechten Gerichtes Gottes. Zum einen werden die Bedränger der Gemeinde durch ihre Feindschaft gegenüber dem Herrn und seinem Wort selbst gerichtsreif, wenn keine Umkehr geschieht. Und zum anderen wird durch die Feindschaft gegen das Evangelium die Wahrheit des Evangeliums deutlich. Und Werner de Boer weist darauf hin, dass das Evangelium eben nicht irgendeine harmlose Marotte, ein Märchen, eine primitive Weltanschauung ist, sonst könnte man ja gleichgültig bleiben. Weil es die göttliche Wahrheit ist, versuchen es Menschen mit allen Mitteln zu bekämpfen und zu vernichten. Und schließlich verfolgt der Herr auch durch diese Leiden und Trübsale ganz bestimmte Absichten mit seinen Kindern. Also die Verfolger, die Bedränger werden gerichtsreif, wenn keine Umkehr geschieht. Das Evangelium bezeugt seine Wahrheit, deshalb wird die Menschheit gerichtsreif. Und jetzt schreibt John MacArthur zu den Absichten, die der Herr durch die Bedrängnis mit seinen Kindern verfolgt. Eine richtige Einstellung zum Leiden ist äußerst wichtig. Und diese erforderliche Einstellung besteht darin, dass das Reich Gottes zum Herzensanliegen wird. Die Thessalonicher waren nicht auf sich selbst fixiert, sondern auf Gottes Reich. Sie widmeten sich nicht ihrem persönlichen Wohlergehen, ihrem Lebensstandard und Glück, sondern der Ehre Gottes und der Erfüllung seiner Absichten. Sie beklagten sich nicht, dass ihre Verfolgung ungerecht sei. Vielmehr ertrugen sie geduldig die Leiden, die sie nicht verdient hatten. Diese Haltung war ein Anzeichen oder ein positiver Beweis, dass Gottes weiser Prozess im Gang war, der sie durch Leiden reinigte, läuterte und vollkommen machte. Durch diese Vervollkommnung machte Gott seinen geliebten Kindern dem Reich Gottes würdig. Wenn Gläubige in einer satanischen Welt einen christlichen Charakter ausleben und entwickeln wollen, müssen sie mit Leiden rechnen.
Leider dürfen nicht alle Anzeichen dafür verstanden werden, dass Gott seine Kinder im Stich gelassen habe, sondern als Zeichen dafür, dass er mit ihnen ist und sie vollkommen macht. Daher zeigten die Thessalonicher, dass ihre Errettung allein durch Glauben an den Herrn Jesus Christus echt war, weil sie wie Christus bereit waren, für Gott und sein Reich zu leiden. Sie litten ungerechterweise als Ziel des Zorns der Menschen, die Christus und sein Reich anfeindeten. Reich Gottes ist hier im geistlichen Sinn der Errettung gemeint. Das geistliche Leben der Thessalonicher, das wuchs also unter Druck, unter notvollen Umständen in die Tiefe. Genauso wie Bäume, die ständigem Wind und Wetter ausgesetzt sind, tiefe Wurzeln schlagen. Ganz anders wie eine wohlbehütete Umgebung. Man weiß es ja von diesen schweren Stürmen in den vergangenen Jahren. Schwarzwald, wenn Bäume nicht richtig verwurzelt waren, die wurden sofort oder viel leichter umgeblasen. Anfeindung, Bedrängnis, damit die Wurzeln in die Tiefe wachsen. Und Paulus sah sich für dieses geistliche Wachstum zum ständigen Dank gegenüber seinem Herrn verpflichtet. Ihr Glaube zeigte sich in dem erduldenden Ertragen der Verfolgung und zugleich trotzdem in der Liebe untereinander. Eben Druck kann ja bitter machen, aber Druck machte die Thessalonicher nicht bitter, sie wuchsen und damit wuchs auch die Liebe untereinander. Und diese Bedrängnis war ein Zeichen der Echtheit ihres Glaubens. Wir haben das schon gehört, es gab auch geistliche Defizite bei den Thessalonichern, vor allem was die lebendige Hoffnung betraf, damit verbunden eine unordentliche Lebensführung. Und die Hoffnung gehört ja in den Dreiklang von Glaube und Liebe. Paulus konnte aber trotzdem für das Wachstum von Glauben und Lieben danken. Und durch seinen Brief soll jetzt die Hoffnung ganz neu entfacht werden. Aber dieser Mangel ließ ihn nicht blind werden, und ich sage es nochmal, für das, was der Herr bereits im Leben der Thessalonicher gewirkt hat. In den letzten Tagen hat es mich auch beschäftigt, ob ich einer Person wegen einer Sache einen Brief schreibe, die mich sehr bewegt. Da ist mir wichtig geworden, wenn ich es tue, ich weiß noch nicht, ob ich das tue, ging um eine seelsorgerliche Sache, wenn ich das tue, ganz wichtig, dass ich die Gnade Gottes im Leben dieser Person trotzdem sehe. Das, was der Herr schon verändert hat. Und dann wird auch das, was man ansprechen wird, soll oder ansprechen muss, wird auch das in die richtige Ausrichtung hineinkommen. Jetzt gibt es das andere. Wir sind dankbar für manches und dann werden wir blind. Und das war bei Paulus auch nicht der Fall. Er war dankbar für das Wachstum in Glaube und Liebe, aber er wurde nicht blind für die geistlichen Defizite, die er im Leben der Thessalonicher gesehen hat. Beides miteinander. Er war dankbar, aber er sprach auch die Dinge an, wo Veränderung nötig war. Und wir dürfen darum beten, dass der Herr auch dieses feine geistliche Gespür in uns wachsen lässt, mit diesen Dingen in richtiger Weise umzugehen. Und damit kommen wir zum sechsten Punkt, ein unterschiedlicher Ausgang. 2. Thessalonicher 1, Vers 6 bis 10. Nun spricht Paulus in diesen Versen von der Wiederkunft Jesu. Und wir sehen, dass dieses Ereignis zu einem unterschiedlichen Ausgang führt. Auf der einen Seite Wiederkunft Jesu, ich habe gesagt, zwei Ereignisse, die zu dem einen Begriff gehören. Auf der einen Seite Freude und Ruhe, Wiederkunft Jesu, Entrückung der Gemeinde. Auf der anderen Seite sichtbare Wiederkunft Jesu, Gericht, Vergeltung, Strafe. Also ein unterschiedlicher Ausgang bei demselben Ereignis, von dem Paulus spricht. In Vers 7a, da haben wir zunächst die Entrückung, welche die Gemeinde betrifft. Und dann geht es in Vers 6 und ab Vers 7b um die sichtbare Wiederkunft für alle Menschen. Beide Ereignisse in einem Atemzug genannt. Bei genauem Hinsehen finden wir in diesem ersten Kapitel vier Dinge,
die einen unterschiedlichen Ausgang haben und die ich jetzt kurz mit Ihnen durchgehen möchte. Einmal haben wir in diesem ersten Kapitel ein Evangelium, aber eine unterschiedliche Aufnahme. Paulus hat im ersten Thessalonicher Brief schon seine Freude zum Ausdruck gebracht über die Auswirkung des Evangeliums in Thessalonich. Menschen waren durch die Kraft von Gottes Wort und von Gottes Gnade von Grund auf verändert worden. Und wir lesen in 1. Thessalonicher 1,9, wie es im Leben der Erretteten zu einer Wende kam, weg von den toten Götzen und dann hin, um dem lebendigen Gott zu dienen. Die Thessalonicher glaubten als Christus als ihren persönlichen Erretter und Heiland. Und durch die Gnade Gottes und den Glauben an den Herrn Jesus bekamen die Thessalonicher einen neuen Lebensinhalt, ein neues Lebensprogramm und ein neues Lebensziel. Und die Errettung ging deshalb auch nicht mehr, die Erretteten gingen deshalb auch nicht mehr der ewigen Verdammnis entgegen und dem damit verbundenen Zorn Gottes, sondern sie hatten das ewige Leben und sie hatten jetzt diese feste Hoffnung und die himmlische Herrlichkeit als Ziel vor Augen. Aber das frohe und freimachende Evangelium von Jesus Christus hat nicht nur diese Auswirkung in Thessalonich gehabt. Das war das eine. Menschen wurden errettet. Neues Lebensprogramm, neues Lebensinhalt, neues Lebensziel. Auf der anderen Seite rief das Evangelium Feindschaft hervor, Hass hervor. Und so kamen diese Christen von Anfang an unter großen Druck und in Bedrängnis. Und ihre Errettung und die damit verbundene innere Erneuerung bezahlten sie mit äußeren Leiden und Verfolgung. Und umgekehrt trugen die Feinde des Evangeliums, die Bedränger, den kurzfristig und äußeren Erfolg davon, da ihnen scheinbar die Jesus-Nachfolger hilflos ausgeliefert waren. Auch der zweite Thessalonicher Brief beginnt mit Trübsal um Christi willen, die es heute zu tragen gibt. Und sie gehören zu einem Leben in der Nachfolge dazu. In den letzten Tagen hat mich immer wieder der Vers von Zinzendorf beschäftigt, den man so leicht zitiert und wenig drüber nachdenkt. Soll's uns hart ergehen, lass uns feste stehen und auch in den schweren Tagen niemals über Lasten klagen. Denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Das gehört zum Leben der Nachfolge dazu. Und eben was das Neue Testament in diesem Zusammenhang sagt, Leiden um Christi willen, was das Neue Testament sagt über Leiden um Christi willen, über Trübsal, die wir heute zu durchqueren haben, ist viel mehr wie das Reden von der kommenden großen Trübsal. Damit möchte ich die kommende große Trübsal nicht irgendwie verharmlosen, die kommt ganz sicher. Aber verstehen Sie, wir diskutieren oft über die große Trübsal. Am Ende ist die Gemeinde noch da, ist die Gemeinde nicht mehr da und. Und wir vergessen ganz, was sagt das Neue Testament über Trübsale heute, die wir um Christi willen tragen sollen. Und es geht darum, dass wir heute ein Ja finden, wenn der Herr auch Lasten und Nöte auferlegt lässt und durch seine Gnade und in der Anspruchnahme seiner Kraft das zu seiner Ehre ertragen. Rufen wir uns auch in Erinnerung, dass die Glaubensfreiheit, die wir noch, ich betone bewusst noch, in Westeuropa haben, von der Bibel her nicht der Normalzustand, sondern der Ausnahmezustand ist. Und ein Ausnahmezustand, den wir über Jahrzehnte genießen durften. Und wir sind dabei, uns immer näher dem Normalzustand anzunähern. Das ist auch der Hintergrund meines neuen Buches. Ich möchte bewusst Mut machen in Bezug auf das, was die Bibel über Leiden sagt. Dass wir nicht meinen, da kommt irgendetwas über uns, dass, was ist jetzt mit uns los und so weiter. Das ist Normalzustand der Gemeinde Jesu. Und wenn wir in diese Richtung gehen, dann geht ein Ausnahmezustand zu Ende, den wir über Jahrzehnte in Europa gehabt haben. Vergessen wir nicht,
während wir immer noch Glaubensfreiheit haben, wenn auch abnehmen, blutet der Leib Christi weltweit aus Tausenden von Wunden, geht durch unvorstellbares Leid. Wir sehen in Vers 6, wie das Evangelium in Thessalonich völlig unterschiedlich aufgenommen wurde. Die einen, die glaubten, gingen durch Leid und Bedrängnis, obwohl sie in Christus alles gefunden hatten. Die es ablehnten, trugen äußerlich den Sieg davon und konnten scheinbar ohne Folgen der Gemeinde Jesu das Leben schwer machen. Also es war ein Evangelium, aber eine unterschiedliche Aufnahme. Errettung und auf der anderen Seite Ablehnung und Druck auf die Gemeinde. Und damit kommen wir zum zweiten, ein Ereignis, aber ein unterschiedlicher Ausgang. Ich habe schon gesagt, in diesen Versen lenkt Paulus den Blick auf die Wiederkunft Jesu. Und von diesem Ende her sehen oder stehen die Dinge in einem völlig anderen Licht. Es wird deutlich, dass die Leiden der Jesus-Nachfolger in dieser Zeit in keinem Verhältnis stehen zu der überragenden Herrlichkeit, die einmal sichtbar wird. Und genauso steht aber die Sorglosigkeit und der äußere Triumph der Feinde des Evangeliums heute in keinem Verhältnis zu dem Gericht, das sie einmal mit der Wiederkunft Jesu erwartet, wenn keine Umkehr geschieht. Und es ist ein Trost für die Nachfolge Jesu heute. Gott wird einmal absolut gerecht richten und vergelten. Nun kann es ja sein, dass Justizbehörden irgendwelche Akten versehentlich verschwinden lassen, soll es auch geben, dass manche nicht versehentlich verschwinden, aber dass irgendwelche Akten versehentlich verschwinden, dass Verbrechen in dieser Zeit unaufgeklärt bleiben oder für immer Rätsel dastehen. Und oft werden ja Verbrechen und strafbare Handlungen nicht einmal entdeckt, dass sie für immer unentdeckt bleiben. Aber bei Gott ist das anders. Es gibt keinen noch so kleiner oder großer verborgener Vorgang, der einmal vergessen oder übersehen werden könnte. Der Herr wird einmal das Leben eines verlorenen Menschen in seiner göttlichen Gerechtigkeit richten. Und wenn keine Umkehr geschieht, wird er auch einmal alle Feindschaft gegen das Evangelium und gegen seine Gemeinde vergelten. Das heißt, er wird denen einmal Leid zufügen, die anderen um ihres Glaubens willen Leid zugefügt haben. Und es ist ein biblischer Grundsatz, dass alles, was der Mensch gegen den lebendigen Gott tut, dass es einmal genau auf ihn zurückfällt. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Es sei zum Guten oder es sei zum Bösen. Und John MacArthur schreibt zu dem gerechten Gericht Gottes in Bezug auf die Leiden seiner Kinder: Genau wie das gerechte Gericht Gottes zur Vervollkommnung der Gläubigen dient, so dient es auch zur Vergeltung für die Gottlosen. Nicht der Mensch muss bei geistlicher Verfolgung für Klarstellung und Vergeltung sorgen, sondern Gott tut dies. Wann und wie Gott vergilt, bestimmt nur er. Die Wiederkunft Jesu und das damit verbundene Gericht über seine Feinde ist zum einen Trost der leidenden Gemeinde Jesu. Zum anderen möchte diese ernste Tatsache uns aber nicht schadenfroh und überheblich machen. Vielmehr soll sie die Liebe und das Ringen um die Rettung dieser Menschen in uns entfachen. Denken wir an Stephanus, wie er voll Liebe bei seiner Hinrichtung für seine Feinde, für seine Mörder gebetet hat. Und da wir selbst aus Gnade ohne jeden Verdienst errettet wurden, möchte unser Herr diese Gesinnung in uns wecken, damit auch Menschen, die uns um des Glaubens willen böse und feindlich mitspielen, gerettet werden und damit wir lernen, für diese Menschen zu beten. Der Herr hat mit seinem Leben für ihre Schuld und Sünde bezahlt, genauso wie für meine Schuld und Sünde. Und oft war es in der Kirchengeschichte das geduldige Leiden der Gotteskinder, welches bei ihren Feinden und Hassern einen tiefen Eindruck hinterlassen hat. Und dafür dürfen wir beten, auch für die leidende Gemeinde Jesu in den islamischen Ländern. Herr, gib ihnen Kraft, du kannst sie erretten, gib ihnen Geduld, gib ihnen Ausdauer und gib,
dass ihre Verfolger selbst dadurch zum Glauben an dich kommen. Beten wir regelmäßig für die verfolgte Gemeinde und für das Zeugnis für die Verfolger. Und ganz wichtig, sehen wir nicht nur die Feinde des Evangeliums und so weiter, sondern dass der Herr aus den Feinden des Evangeliums heute Menschen herausretten möchte. Wir sind uns viel zu wenig bewusst, was das einmal sein wird, wenn der Herr die unbußfertigen Feinde des Evangeliums richtet. Und wenn uns das bewusst wird, dann wird das die Retterliebe zu den Menschen in uns entfachen. Die Wiederkunft Jesu ist ein Ereignis, aber hat einen völlig unterschiedlichen Ausgang. Die Feinde des Evangeliums, die Feinde des Herrn, wenn keine Umkehr geschieht, werden Trübsal erleiden, werden Strafe erleiden. Und die Gemeinde, die jetzt durch Trübsal gegangen ist, durch Bedrängnis, für sie wird es eine unaussprechliche Freude sein, wenn der Herr sie dann errettet. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 5, Vers 9, und da soll wieder die Hoffnung empfachen, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Das könnte übrigens zusammen mit der Stelle, die ich gerade genannt habe aus dem 2. Thessalonicher Brief, ein Hinweis darauf sein, dass die Gemeinde vor der Trübsal entrückt wird, weil sie nicht zum Zorn bestimmt ist, wenn der Zorn Gottes über diese Welt in vollem Umfang losbricht, sondern eben zur Erlangung des Heils. Aber wenn das Geschwister auch anders sehen, das sind Fragen, die sollten uns niemals auseinander dividieren. Ganz gleich, wann die Entrückung sein wird, für alle Errettete wird die Vollendung der Gemeinde Ruhe bringen. Man kann auch übersetzen, Anspannung, Erholung von Anspannung oder von Leiden. Und Thomas Smith macht darauf aufmerksam, dass dieses Wort im Grundtext ein Ackerfeld beschreibt, welches nach Jahren der Bearbeitung nun still liegen darf. Oder dieses Wort Ruhe bringen, das wird auch gebraucht für das Lösen der Bogensehne, wenn die Spannung aus dem Bogen herausgenommen wird. Die Vollendung wird der Gemeinde Ruhe bringen. Heute schon haben wir in Jesus das vollkommene Erlösungswerk. Heute schon dürfen wir in Christus völlig zur Ruhe kommen, wie das in Hebräer 10, Vers 14 steht, dass er die geheiligt werden, in einem Opfer für immer vollkommen gemacht hat, für immer. Da dürfen wir völlig zur Ruhe kommen. Wir sind uns oft viel zu wenig bewusst, welches Vorrecht es ist, ein vollkommenes Opfer zu haben und darin zu ruhen. Manche Jesus-Nachfolger haben das noch nicht erkannt. Und sie versuchen selbst noch ständig unter großer innerer Anstrengung und Anspannung selbst etwas zu ihrer Errettung beizutragen. Aber in dem vollkommenen Werk unseres Herrn dürfen wir heute schon innerlich zur Ruhe kommen. Das andere, dass wir auch äußerlich zur Ruhe kommen, dass das Leiden um Christi willen aufhört, das steht noch aus. Das ist uns nicht für dieses Leben verheißen. Wenn wir einmal Herrlichkeitsgemeinschaft mit dem Herrn haben wollen, dann gehört auch heute ein Ja zur Leidensgemeinschaft mit dem Herrn. Und dann kommt mit der Vollendung der Gemeinde Jesu der große Augenblick, wenn auch das Leiden völlig zu Ende ist und wenn er selbst einmal von unseren Augen die Tränen abwischen wird. Und in Vers 7 haben wir einen kleinen Zusatz. Paulus sagt, gemeinsam mit uns. Und da erinnert er die Thessalonicher daran, dass sie mit ihrem Leiden nicht alleine stehen. Auch er und seine Mitarbeiter gehen durch Leiden um Christi willen, wie die Thessalonicher. Und sie freuen sich deshalb genauso und sehnen sich nach dem Kommen des Herrn. Und damit kommen wir zum nächsten, wir haben eine Herrlichkeit, aber einen unterschiedlichen Ausgang. Paulus spricht in Vers 9 bezüglich der sichtbaren Wiederkunft Jesu für alle Menschen von der Herrlichkeit seiner Stärke.
oder der Herrlichkeit seiner Kraft. Als Jesus in der Krippe damals Mensch wurde, verzichtete er auf seine Herrlichkeit und die damit verbundene Kraft. Er verzichtete auf seine göttliche Macht und Stärke, als ihn seine Feinde gefangen nahmen. Er verzichtete auf seine göttliche Kraft, als er am Kreuz hing. Und da war keine Herrlichkeit mehr zu sehen. In Jesaja 53, Vers 3 lesen wir, dass man das Angesicht vor ihm verbergen wollte. Das heißt, was sich da am Kreuz abspielte, das konnte man nicht mehr mit anschauen. Also da war keine Herrlichkeit, als er unser Gericht trat. Man versuchte, das Angesicht vor ihm zu verbergen, angesichts dessen, was passierte, Schwachheit und Leiden. Aber bei seiner sichtbaren Wiederkunft kommt er in seiner großen Herrlichkeit und Stärke. Und alle Menschen, ganz gleich, wo sie sich zu diesem Zeitpunkt auf dieser Erde befinden, werden ihn sehen. Und in einer Sekunde wird es für alle klar sein, es geht um Jesus, nicht um irgendjemand. Jesus ist Gott und Jesus, der Richter der Menschheit, kommt wieder. Und diese Herrlichkeit bei seiner Wiederkunft sprengt jedes Vorstellungsvermögen, das wir haben. Diese göttliche Kraft, die dann von ihm ausgeht. Und diese Macht und Herrlichkeit hat dann eine völlig unterschiedliche Auswirkung. Die Herrlichkeit des Herrn Jesu Christi ist für alle seine Kinder ein Grund zur hoffnungsvollen Vorfreude auf seine Wiederkunft. Und die Bibel sagt uns auch, dass Gott sie nicht nur durch Gnade, sondern auch durch seine gerechten Gerichte verherrlicht. Das ist eine Wahrheit, die unserem heutigen Lebensgefühl entgegensteht. Und wir müssen das neu beachten lernen. Und so schreibt Paulus in seinem anbetenden Lobpreis in Römer 11, Vers 33, wie unausforschlich sind deine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Auch mitten im Zorngericht der Offenbarung finden wir den Lobpreis der vollendeten Überwinder. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen. Wer sollte dich nicht führen, Herr, fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Es ist eine biblische Wahrheit, dass der Gott der Liebe und Barmherzigkeit auch ein heiliger Gott ist. Für die Gemeinde Grund zur Freude, die Herrlichkeit ein unterschiedlicher Ausgang. Und jetzt auf der anderen Seite, für die, die nicht glauben, dieselbe Herrlichkeit Gericht. Die einen staunen und beten an und die anderen erschrecken und es trifft sie zum Gericht. Nun, als 2004 dieser gewaltige Tsunami im Indischen Ozean losbrach, kam wie nach jeder Katastrophe die Frage, wo war der lebendige Gott bei diesem Ereignis? Ja, wo war er? Und ein Verkündiger hat damals eine kurze Antwort gegeben. Er war da, wo er immer ist, auf seinem Thron. Das war seine Antwort gewesen. Das lesen wir im Psalm 99, 1. Der Herr ist König, darum zittern die Völker. Er sitzt über den Cherubim, darum bebt die Erde. Mit anderen Worten, er regiert in seiner göttlichen Souveränität mit mächtiger Hand. Und dieses Seebeben, ob das 2004 war oder 2011, der Tsunami in Japan, und manche erinnern sich vielleicht noch während der Bibeltage hier in Hannover, die wir hatten. Und all die anderen Naturkatastrophen sind ein göttliches Reden. Natürlich wurden davon auch immer bekennende Christen betroffen. Und die Menschen in den betroffenen Gebieten sind nicht schuldiger als andere Menschen. Alles soll uns selbst auch dazu führen, uns vor Gott zu beugen und ihm die Ehre zu geben. Aber was wird das einmal sein, wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit? Und wenn er sich nicht nur durch das staunende Anbeten seiner Gemeinde, sondern gleichzeitig durch sein Gericht verherrlichen wird. Er wird kommen
mit den Engeln seiner Macht im flammenden Feuer. Und ein Ausleger macht darauf aufmerksam, wie die Engel ihm bei seinem ersten Kommen dienten. Bei seiner Gefangennahme spricht er von mehr als 12 Legionen Engel, die bereitstünden. Das sind über 72.000 Engel, um ihm zu Hilfe zu eilen. Und unser Herr verzichtete darauf. Warum? Es ging um unsere Erlösung. Bei seiner Wiederkunft und dem damit verbundenen Gericht werden die Engel die Vollstrecker seiner Befehle sein. Und was das bedeutet, das sprengt ebenfalls unser Vorstellungsvermögen, wie die Herrlichkeit auf der anderen Seite. Das flammende Feuer ist Ausdruck seines unentrinnbaren Gerichts, über welches alles Böses verurteilt wird. Und damit kommen wir zum nächsten: eine Menschheit, aber eine unterschiedliche Zukunft. In einer globalisierten Menschheit wird ständig betont, dass wir eine Einheit sind oder zumindest sein sollten. Nun, äußerlich gesehen gehören alle Menschen zu einer Menschheit, das ist richtig. Und trotzdem gibt es längst eine Zweiteilung. Damit meine ich keine ethnischen Unterschiede oder nationale Konflikte von verfeindeten Völkern, es geht um etwas anderes. Auf der einen Seite haben wir die durch Christus erretteten Menschen und auf der anderen Seite stehen Menschen ohne Christus oder Menschen, die Christus abgelehnt haben. In Vers 6 spricht Paulus davon, dass die Bedränger der Gemeinde Jesu von Gott Bedrängnis empfangen werden. Es geht aber nicht nur um solche, welche die Gemeinde verfolgt haben. Paulus redet von der Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und dem Evangelium unseres Herrn nicht gehorchen. Sie werden Strafe und ewiges Verderben erleiden. Der Zorn Gottes wird sie treffen, weil sie trotz seinem langen, geduldigen Werben und Warten die Gnade verschmäht haben. Paulus spricht von zwei Gruppen, die gerichtet werden. Einmal von denen, welche Gott nicht kennen, und dann von denjenigen, welche dem Evangelium Jesu Christi nicht gehorsam waren. Natürlich gehört es auch beides zusammen. Wir können aber auch zwei Gruppen drin sehen. Es gibt ja auch in der bibeltreuen Christen die Frage, was mit Menschen sein wird, die nie das Evangelium gehört haben oder hören konnten. Manche versuchen dann immer einen Schleichweg in den Himmel zu basteln oder ein Hintertürchen. Und es wird dann argumentiert, es wäre doch ungerecht, wenn alle Menschen einfach verloren gehen. Aber schon dieses Argument geht von einer falschen Grundannahme aus. Nach der Bibel ist der Mensch nicht neutral, sondern die ganze Menschheit ist schuldig vor Gott. Die ganze Menschheit ist dem Gericht verfallen. Und deshalb kann niemals irgendjemand zu Unrecht verloren gehen. Die Gnade ist dagegen immer Gottes unverdientes Handeln mit einem Menschen, sonst wäre die Gnade keine Gnade mehr. Und auf die Frage, was mit den Menschen einmal sein wird, die Gott nicht kennen, gibt uns dieser Vers eine Antwort. Sie werden gerichtet. Das heißt, sie gehen verloren. Und damit wird wieder deutlich, wie wichtig Mission und Evangelisation ist. Und genau davon spricht Paulus in Römer 10, Vers 13 bis 15, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und jetzt kommt diese Beweiskette oder diese Argumentationskette. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind, wie geschrieben steht? Wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Paulus bastelt kein Hintertürchen. Er sagt, deshalb ist die Verkündigung des Evangeliums so wichtig, weil Menschen ohne das Anrufen des Namens des Herrn verloren sind. Und nur indem ihnen das Evangelium verkündigt wird, können sie diesen Weg zur Rettung hören. Anstatt über unerreichte Menschen zu philosophieren, sollten wir lieber das glauben, was schwarz auf weiß in der Bibel steht und dem Missionsauftrag gehorsam sein. Und damit kommen wir zur zweiten Gruppe, also die Gott nicht kennen oder anerkennen. Und dann die zweite Gruppe, die gerichtet wird. Es sind die Menschen, die dem Evangelium Jesu Christi nicht gehorsam waren.
Einmal wird dadurch bestätigt, dass es ohne den Glauben an Christus auch keinen Glauben an Gott gibt. Und mit dieser zweiten Gruppe sind die Menschen gemeint, die das Evangelium hörten, aber gleichgültig blieben oder es ablehnten. Und interessanterweise steht hier, die nicht gehorchten und nicht, die nicht glaubten, wie in Vers 10, wir haben beides, aber hier steht, die nicht gehorcht haben. Und da sehen wir, echter Glaube zieht Gehorsam nach sich. Es gibt keinen rettenden Glauben, ohne dass Christus die Herrschaft im Leben übertragen wird. Auch wenn es wachstümliche Veränderung ist. Aber es gibt keine Errettung, ohne dass Christus der Herr wird. Sie werden ewige Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn. Und das ist auch etwas, das wir beachten müssen. Es ist nicht der Teufel, der die Menschen verdammt, sondern der lebendige Gott. Nun, manche neigen dann zu der Ansicht, dass ewig nicht etwa ewig wäre. Im Alten Testament wird ja der Begriff ewig auch für einen sehr langen Zeitraum genannt. Die Hütte Davids im Propheten Amos, die vor ewig gestanden ist, wird wieder aufgerichtet. Und dann sagen manche, ja, ewig ist nicht ewig. Und nach vielen Ewigkeiten werden da am Schluss doch noch alle Menschen gerettet. Ewige Strafe ist es da nur für eine bestimmte Zeit. Und dann kommt das große Happy End einmal. Ganz wichtig. Wir können das nicht auf eine zeitlich bedingte Verlorenheit übertragen. Wir lesen im Buch der Offenbarung von Gott, der zur Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Die Erretteten werden mit ihm von Ewigkeit zu Ewigkeit herrschen. Und auf der anderen Seite wird das Gericht und die Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit sein. Wenn wir nun argumentieren, ja, das Gericht und die Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit, das ist nicht endlos, dann würde Gott auch nicht endlos leben. Er lebt ja auch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir würden nicht endlos mit ihm herrschen. Und deshalb fällt hier jede Form der Allversöhnung weg. Wenn die Bibel vom ewigen Verderben spricht, meint sie nicht die Auslöschung der menschlichen Existenz, sondern ein Ende ohne Grauen unter dem Gericht Gottes, eine Nacht ohne jede Morgendämmerung unter dem Gericht Gottes, die es dann sein wird. Und dann haben wir die andere Seite. Dort wird die Herrlichkeit und Macht des Herrn für unaussprechliche Freude sein. Er wird kommen, und jetzt müssen wir genau lesen, um in seinen Heiligen verherrlicht und bewundert zu werden. In denen, die an ihn geglaubt haben. Wir haben von der unvorstellbaren und unwiderstehlichen Herrlichkeit des Herrn Jesus gesprochen, in der er bei seiner Wiederkunft verherrlicht wird. Das sind die Glauben des Alten Testamentes genauso eingeschlossen wie die Gemeinde Jesu. Aber nicht nur wir werden staunen, sondern wir haben es hier gelesen, er wird in seinen Heiligen bestaunt werden. Das heißt, die Menschheit, auch wenn der Herr zu ihrem Gericht kommt, wird einmal über das Wesen Jesu und über seine Herrlichkeit in seiner vollendeten Gemeinde staunen. Wir werden dann ohne jede Eintrübung seine geistlichen Charakterzüge widerspiegeln. Und die ganze Menschheit wird über der Herrlichkeit der vollendeten Heiligen, dem lebendigen Gott, die Ehre geben müssen. Jetzt gehen wir in die Gegenwart. Wie ist die bekennende Gemeinde Jesu heute in den Augen der Menschheit oft geschmäht und verachtet? Sie hat keine äußere Macht, keinen äußeren Triumph auszuweisen, wie das andere Religionen versuchen. Und statt einem von außen gesehen unbeschwerten Leben geht es oft durch Anfechtung und große Nöte. Dazu kommt die Willkür der Verfolger, der Bedränger, denen die Gemeinde Jesu scheinbar hilflos ausgeliefert ist. Aber es kommt der Tag, an dem die ganze Menschheit in der vollendeten Gemeinde Jesu die Herrlichkeit Christi bestaunen wird. Und auch ihre erbittertsten Feinde müssen sie bewundern. So wie das in Kolosser 3, Vers 3 bis 4 steht. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werden auch wir mit ihm offenbar werden. Und Thomas Smith schreibt,
und bewundert in all denen, die geglaubt haben, drückt das Erstaunen und die Überraschung aus, wenn eine verblüffte Welt das Produkt von Gottes Gnade betrachtet und die Herrlichkeit seiner ewigen Ratschlüsse mit den Menschen erkennt. Viele Söhne, die seinem herrlichen Sohn gleichgestaltet sind, und sie werden mit ihm kommen, nachdem sie vor dem Preisrichterstuhl vollendet worden sind, und seine Herrlichkeit strahlt aus ihnen hervor. Man kann dieses bewundert in denen, die glauben, auch so übersetzen, dass die vollendete Gemeinde den Herrn über seine große Herrlichkeit anbetet. Und dann wird sich zugleich in der letzten Tiefe erfüllen, was unser Herr in Johannes 17, Vers 21 gesagt hat, dass die Welt erkennen wird, dass er sie gesandt hat. Dass er an seiner Gemeinde erkennen wird, Entschuldigung, dass er der Sohn Gottes ist. Ich möchte Ihnen zum Abschluss ein Beispiel erzählen. Viele von uns kennen von Georg Friedrich Händel den Messias. Eben am bekanntesten das große Halleluja, das kennt praktisch jeder, aber wahrscheinlich auch den ganzen Messias. Und der Aufbau dieses Oratorium, der kann einem so mitnehmen, wenn man das verfolgt, dass man alles um sich herum vergisst. Und mir ging das einmal so auf der Rückreise von Deutschland, da gibt es ja keine Geschwindigkeitsbegrenzung, und ich hatte wieder die Grenze zur Schweiz hinter mir gelassen und hörte den Messias. Und dann kam dieser Aufbau zum Thron hin und so weiter. Und das hat mich innerlich so bewegt und mitgenommen, bis mein Blick ganz erschrocken auf meinen Tachometer fiel. Und im nächsten Moment habe ich scharf auf die Bremse getreten auf der Autobahn. Ich wurde nicht geblitzt, ich bin von Herzen dankbar. Aber es hat mich so mitgenommen, dieser Messias, dieser Inhalt, dieser gewaltige Aufbau, dass ich alles andere vergessen habe. Und auch das große Halleluja ergreift eines jedes Mal beim Anhören. Nun, das Schönste für mich war aber nicht dieses Oratorium von einem professionellen Orchester, von professionellen Sängern und Chören zu hören, obwohl es eben wie ein Turbolader auf mich gewirkt hat. Das gewaltigste Erlebnis war für mich, selbst bei zwei Stücken aus diesem Oratorium mitzusingen und als Blechbläser mitzublasen. Einmal dieser mitreißende Chorsatz, denn es ist uns ein Kind geboren, zusammen mit Streichern haben wir ihn damals in einem Weihnachtskonzert geschmettert. Und dann mit dem Posaunenchor das große Halleluja zu spielen. Das war nicht so professionell wie auf den CDs oder wie ich das selbst schon gehört habe. Aber es war das Größte. Warum? Weil ich nicht nur Zuhörer war, sondern weil ich selber ein Teil dieses Meisterwerks war, beziehungsweise dieser beiden Stücke aus diesem Meisterwerk. Dass wir uns einmal an der Herrlichkeit unseres Herrn nicht satt sehen können, sagt uns die Bibel. Dass die Herrlichkeit unseres Herrn einmal alles sprengt, was wir uns heute vorstellen. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt kommt das andere. Bei seiner Wiederkunft wird die Menschheit nicht nur über seine unaussprechliche Macht und Herrlichkeit staunen, sie wird auch seine Herrlichkeit in seiner vollendeten Gemeinde bestaunen. Und das sind wir uns viel zu wenig bewusst. Das ist Gnade, das ist Errettung, und Jesus ist trotzdem der Herr. Aber seine Herrlichkeit wird auch einmal in seiner vollendeten Gemeinde bestaunt werden. Und was das einmal sein wird, wenn die Gemeinde Jesu sich aus dem ganzen Trümmerfeld der Kirchengeschichte in ihrer wahren Herrlichkeit erheben wird, das ahnen wir heute noch gar nicht. Und deshalb verstehen wir dann, was Paulus zum Schluss dieses Kapitels schreibt. Deshalb, das ist jetzt die Schlussfolgerung, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig macht. Denkt an die Berufung. Seine Herrlichkeit wird sich in seiner ganzen Gemeinde zeigen. Der Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringen, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde
und ihr in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Schon heute ist es das Größte, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Aber was wird das einmal sein, wenn die Welt, die Menschheit bei der Wiederkunft Jesu nicht nur den Herrn, sondern seine Herrlichkeit in seiner vollendeten Gemeinde bestaunen? Und deshalb wandelt würdig eurer Berufung. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus, und wir können uns nur anbeten vor dir beugen über die Berufung, die du uns geschenkt hast, über die Größe deiner Gnade und dass das alles den Grund darin hat, dass du das würdige Lamm bist, dass du ein freies, ein volles, ein ewiges Heil vollbracht hast, dass du Menschen erkauft hast für den lebendigen Gott. Und Herr Jesus, du siehst, wie uns diese Dinge oft aus dem Fokus geraten und wir immer nur mit uns selbst beschäftigt sind, auch mit den kleinen Widrigkeiten des täglichen Lebens und mit anderen Dingen. Und lass uns doch diese Berufung ganz neu aufleuchten. Herr, deine Gnade, dass deine Herrlichkeit einmal in und an deiner ganzen Gemeinde bestaunt wird. Und Herr, dass wir unser Leben danach ausrichten, heute schon. Dass wir zu deiner Liebe Ehre leben, auch wenn es noch durch Versagen und wenn es durch Schwachheit geht. Aber dass wir dieses große Ziel vor Augen haben, dass es uns bewusst wird und dass es uns immer mehr verändert, auch in dieser Zeit, wo sich so vieles wie eine Pleitige auf uns legen möchte. Hab Dank, dass wir deinem großen Tag entgegengehen. Und Herr Jesus, wenn wir auch diese ganzen Entwicklungen sehen in dieser Welt, wollen wir dich bitten, komme du bald. Vollende deine Gemeinde, vollende dein Volk Israel, vollende diese Menschheit. Und Herr Jesus, schenk, dass zuvor noch die Menschen errettet werden, für die wir beten, die uns ein Anliegen sind. Bitte schenk, dass noch mehr Menschen errettet werden. Aber komme du bald, Herr Jesus. Amen.